Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und oh wei, zum nächsten Beginn eines Karrieremodus hier auf meinem Kanal. Heute geht es los und zwar nicht mit irgendeinem Team, nein, es geht los mit meiner Liebe, mit meinem Lieblingsclub, mit Hannover 96. Ihr könnt es im Thumbnail und am Titel schon sehen. Ja, auf Frontsec folgt MGT, auf Frontsec folge ich. Ich werde versuchen, Hannover 96 wieder zu altem Erfolg aus alten erfolgreichen Europa-League-Tagen zurückzuführen. Ob das Ganze funktioniert, werden wir natürlich im Laufe dieses Karrieremodus sehen. Kein anderer wird dafür eingestellt. Es wird in Folge 3 Karrieremodi gehen, wie das Ganze ablaufen wird, vom Uploadplan und so weiter und so fort. Dafür bekommt ihr heute Abend noch ein Video. Das heißt, darauf könnt ihr euch einstellen, das könnt ihr euch dann auf jeden Fall angucken. Macht euch keine Sorgen, es wird genug von allem geben. Und von daher könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt auf diesen Karrieremodus, hier auch freuen und ich denke mal, das wird eine ziemlich coole Zeit. Ich habe angekündigt, irgendwann 96 Karrieremodus zu machen und ich dachte, jetzt zu Weihnachten sei der perfekte Zeitpunkt. Wir haben einen neuen Trainer, beziehungsweise suchen einen neuen Trainer, haben einige neue Spieler, die ich jetzt nicht implementieren werde in den Karrieremodus, weder Yamaguchi, den es gar nicht in FIFA gibt, noch Ivar Fossum, den ich mir eventuell irgendwie noch kaufen werde, aber dazu brauche ich eure Meinung in der Videobeschreibung, beziehungsweise in den Videokommentaren, natürlich nicht in der Beschreibung. Allerdings werde ich diesen Karrieremodus auch ein bisschen auf eigene Faust machen, weil ich viel vorproduzieren werde. Das heißt, hier werde ich so realistisch, wie es nur irgendwie möglich ist, spielen und versuchen, den Kader so realistisch wie es möglich ist, zu verstärken und so weiter und so fort. Und ich denke mal, das wird relativ cool werden. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, 1000 Likes, ihr wisst es, da freue ich mich immer extrem drüber. Ich muss mich ein bisschen direkt mal beschweren am Anfang hier über den FIFA 16 Karrieremodus. Warum? Ja, das seht ihr hier direkt mal. Ich habe das Stadion ausgewählt, das Niedersachsenstadion. Das ist Stadio Delas Artes. Haben mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Allerdings ja, gibt es da wieder so ein paar Probleme im FIFA 16 Karrieremodus, denn das Stadion wurde einfach nicht anerkannt, wurde einfach nicht übernommen. Das heißt, wir spielen im Waldstadion. Juhu, das finde ich relativ langweilig, weil ich dieses Stadion einfach nicht mag, weil das nicht so attraktiv ist. Deswegen spiele ich ja auch ganz gerne in der Schülko-Arena mit Bielefeld, beziehungsweise die englischen Ligen, weil es da die lizenzierten Stadien gibt. Ist ein bisschen schade, aber ich denke mal, damit können wir gerade noch so klarkommen. Und es gibt natürlich einige Fails bei den Spielern, beziehungsweise naja, darauf komme ich gleich nochmal genauer zu sprechen. Ihr seht hier meine restlichen Karrieremodi, wir speichern das Ganze unter dem neuen neue Karriere ab und ich denke mal, das ist ein relativ sympathischer Anfang für diesen Karrieremodus, denn wir starten bei Null. Das heißt, wir starten auch in der Saisonvorbereitung beim ja quasi Reiter für die Vorsaisonsturniere, für die Vorbereitungsturniere, so ist es richtig. Und da haben wir tatsächlich ein Turnier, in dem wir gegen einen anderen unserer Vereine spielen können, gegen Newcastle United. Dementsprechend wählen wir das auch aus. Findet in England statt, ist dementsprechend noch relativ attraktiv und damit sind wir schon im Büro und gucken uns mal an, was unser Vorstand so von uns erwartet, beziehungsweise was unsere Nachrichten so als erstes Mal ergeben. Und da sehen wir direkt mal das Pokalziel, Runde der letzten 32. Man ist realistisch bei FIFA 16, man will nicht unbedingt den Pokalsieg, was bei 96, was die Pokalbilanz hier angeht, auch relativ unwahrscheinlich ist. Wir haben das Ligaziel im Tabellenmittelfeld, was denke ich mal ganz in Ordnung ist. Normalerweise müsste es heißen, Nichtabstieg vermeiden, aber wir können halt nicht komplett realistisch sein. Trotzdem werden wir natürlich wieder auf Legende spielen und ich habe festgestellt, das werde ich auch hier so direkt zur Saisonanfang so machen, es wird nochmal ein bisschen schwieriger als Legende, wenn man die Spielgeschwindigkeit auf schnell stellt. Und das werden wir natürlich auch tun und dementsprechend eventuell das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger machen als sowieso schon. Unser Kader sieht folgendermaßen aus, ihr habt gerade schon so ein bisschen gesehen, wir haben die Startausstellung, die momentan in Realität die letzte vom Hoffenheim-Spiel ist, das heißt, die wurde da übernommen. Allerdings gibt es einige Sachen, die ich nicht ganz so cool finde. Wir werden übrigens sehr, sehr viele Spieler suchen, beziehungsweise müssen uns verstärken. Das ist nicht nur in Realität so, sondern auch im Karrieremodus brauchen wir einige Spieler, beispielsweise einen Stürmer, temporeich, Stammspielerqualität ist das, was ich da suchen möchte. Auch werde ich mir einen neuen Innenverteidiger suchen, neue Außenverteidiger, einen neuen zentralen Mittelfeldspieler, Flügel, Stürmer, ganz wichtig, beziehungsweise offensives Mittelfeld, zentral offensives, denke ich mal, ganz klar, ein Spielmacher als Ersatz für Kiyotake brauchen wir auch noch und das Ganze wird natürlich nicht einfach werden, denn auch im Karrieremodus muss man die Spieler überzeugen. Wir haben nicht unbegrenztes Budget, ihr habt gesehen, ich habe mir diese 60%ige Budgeterhöhung gegönnt jetzt am Anfang, das liegt aber einfach nur daran, weil die Preise in FIFA ja ein bisschen unrealistisch sind und weil wir ja quasi das Sommertransferfenster jetzt momentan noch haben und das zusammengerechnet sind ungefähr 16 Millionen im Wintertransferfenster, dementsprechend haben wir die jetzt auch zur Verfügung, also in Realität sind es ungefähr 16 Millionen Transferbudget, das kann man schon ganz gut so sagen. Hannover hat ja Geld, sie haben es halt nur nicht investiert, war auch einer der Kritikpunkte an Michael Frontzek. Ich habe jetzt gesehen, 4 Aufträge haben wir. Wir werden auch unser Verein ein bisschen ausmisten. Wir werden Chauner für ein Jahr auf die Leihliste versuchen zu setzen, beziehungsweise Radlinger auf jeden Fall für ein Jahr und Königsmann werden wir, glaube ich, ja, Vertrag verlängern und dann für 2 Jahre auf die Liste setzen. Wir versuchen halt, irgendeinen der Torhüter loszuwerden, beziehungsweise 2 im Idealfall. Mal sehen, was da so klappen wird. Wir setzen Christian Schulz auf die Transferliste, denn nicht nur in Realität mag ich den nicht mehr, sondern auch im Karrieremodus ist der einfach zu alt, um mit dem weiter zu planen. Wir setzen Rankovic auf die Leihliste, wir setzen Mike-Steven Behre genauso wie auch, wen setzen wir noch drauf? Ja, Gülselam auf die Transferliste, Maurice Hirsch auf die Leihliste.
dann Sebastian Ernst, ja, Fabian Ernst, das wäre schön, ja, der ehemalige 96er, weil wir Soleimani, Tim Diersen, das sind alle Spieler, die auf die Leihliste setzen. Wir haben Saint-Maximin für nur ein Jahr ausgeliehen, hoffen natürlich, dass wir den danach weiter verpflichten können. Erdinç können wir nicht auf die Transferliste setzen, genauso wenig wie Benchop. Dementsprechend packen wir Soberg auf die Leihliste und schauen mal, was so gehen wird, was die Verträge angeht. Da wollen wir gleich mal ein bisschen verlängern, beispielsweise bei Sakai, da wollen wir den zum Rotationsspieler machen. Bei Schulz versuchen wir gar nicht zu länger, den wollen wir sowieso verkaufen. Bei Andreasen wollen wir ein bisschen was rausschlagen, dass der zumindest bleibt, weil das für mich eine Legende ist bei 96 und eine Legende, die auch noch Leistung bringt in Realität. Bei Philippe möchte ich verlängern, weil ich den als Ersatzspieler sehr, sehr gerne behalten möchte. Und auch bei Ron-Robert Zieler werde ich noch versuchen zu verlängern, denn es ist wichtig, dass solche Leistungsträger, wie eben Zieler beispielsweise einer ist oder auch Salif Sané, länger an den Verein gebunden sind und dementsprechend werden wir das auch versuchen. Ich weiß gar nicht, was wir bei Sané machen, bei Zieler auf jeden Fall. Der hat momentan zwei Jahre noch Vertrag und wir wollen das Ganze noch ein bisschen erweitern, was natürlich ganz schön für uns wäre. Wir simulieren mal die ersten Tage durch, beziehungsweise den ersten Tag und gehen dann direkt ins Training. Alain Saint-Maximin, unser kleiner junger Stürmer, der Franzose ausgeliehen vom AS Monaco, wird direkt mal trainiert, genauso wie Mevlüt Erdinç, der kurz vor seinem nächsten Rating steht. Uffe Bech ebenfalls ein vielversprechender Spieler und das war es dann auch schon mit den vielversprechenden Spielern im Kader, was ein bisschen schade ist. An sich hat 96 in meinen Augen ein paar mehr Talente, aber eventuell erreichen die ja irgendwann noch den Status der vielversprechenden Spieler, so einer wie Diersen beispielsweise oder so ein Suleimani und so. Albonos, Hoffmann, Bech und Saint-Maximin sind momentan die einzigen, die dieses Vielversprechende haben. Aber das ändert sich ja teilweise auch von Saison zu Saison oder von Woche zu Woche, Monat zu Monat. Von daher müssen wir da mal schauen. Wir haben F sowohl bei Hoffmann als auch bei Erdinç, was natürlich ein bisschen bezeichnend ist, weil das die Spieler sind, die momentan am meisten in der Kritik stehen bei Hannover. Hoffmann möchte ja weg zu seinem Kumpel Albonos, Kumpel Bittencourt, das Charakterschwein, aber wird ja nicht weggelassen, was ich auch gut finde. Und Erdinç wird ja definitiv abgegeben werden. Übrigens nicht falsch verstehen, ich mag an sich den Kollegen Hoffmann sehr gerne, wissen eventuell einige von euch auch, aber ich finde diese Aktion scheiße. Ich spiele nicht, ich kämpfe mich gar nicht erst dran, ich möchte direkt zu meinem Kumpel zurück. Ist nicht so die feine englische Art. Vor allem unter dem neuen Trainer könnte man durchstarten, aber das sieht Hoffmann wohl nicht so. Was ich wirklich schade finde, aber das war ja bei Bittencourt nicht anders. Der wollte ja auch nicht sich rankämpfen, der wollte lieber wechseln. Hat er mittlerweile bewiesen, dass er nur ein Durchschnittsspieler ist und nicht mehr. Und dementsprechend bin ich auch nicht so traurig darüber, dass der mittlerweile weg ist. Da habe ich lieber einen Prip im Kader, der auch Kämpfer ist. Wir scouten Bojan, das wäre ein Spiel, den ich mir sehr gerne holen würde. Aber wie gesagt, wir wollen ja versuchen, das Ganze realistisch zu halten. Bojan wäre so am endgültigen Rande des Realismus. Ob das Ganze funktioniert, werde ich euch gleich sagen, sowieso nicht, weil der viel zu teuer ist. Wir haben momentan ein Realitätinteresse, beispielsweise an einem Simon Terodde, der aber für den Karrieremodus für mich ein bisschen zu alt und zu wenig Potenzial hat und zu wenig Rating für die Bundesliga. Interesse an einem Carlos Eduardo, der eventuell auch interessant wäre, allerdings habe ich das hier aufgenommen, bevor das Gerücht überhaupt zustande gekommen ist. Interesse natürlich auch beispielsweise an einem Ivar Fossum, der mittlerweile verpflichtet wurde, an einem Moussa Konaté vom FC Sion, der eventuell auch gar nicht so interessant wäre, da müssen wir mal schauen, was da noch so geht. Ich denke mal, aber im Karrieremodus hier werde ich den nicht verpflichten. Bei Ivar Fossum bin ich mir noch nicht ganz sicher, auch bei Konaté, das könnt ihr mir gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, hier unter der ersten Episode schon, auch wenn ich bis zur Episode 3 schon voraufgenommen habe und heute auch weiter aufnehmen werde, würde ich das gerne wissen. Was haltet ihr von den Transfers, von realistischen Transfers von Ivar Fossum und eventuell auch Carlos Eduardo oder Moussa Konaté, auch wenn ich bereits einen Zehner im Visier habe hier im Karrieremodus, das kann ich euch schon mal sagen. Ein bisschen was habe ich schon gemacht, ein bisschen was steht schon, aber halt noch nicht alles. Ihr werdet allgemein relativ viele Überraschungen hier in diesem Karrieremodus erleben, denn ich werde nicht nur darauf achten, dass 96 der krasseste Verein ist, sondern wirklich auch ja punktuelle Verstärkungen machen, wirklich das Ganze so machen, wie ich es in Realität machen würde, denn ich wäre gerne in Realität jetzt der neue Trainer von 96, das wäre wunderbar. Ich wäre sicherlich kompetenter als einige andere in diesem Profitrainergeschäft. Okay, das will ich jetzt nicht sagen, auf keinen Fall, ist Quatsch, keine Frage. Aber trotzdem natürlich möchte ich das so machen, wie ich es persönlich denke, dass es funktionieren könnte. Und unter anderem heißt das auch, dass ich der Jugend eine Chance geben werde. Gerade jetzt in den Vorbereitungsturnieren werde ich sehr viel auf die B11 auch setzen. Und das werdet ihr jetzt gleich auch sehen in den ersten Spielen. Wir spielen als erstes, glaube ich, gegen Celta Vigo, dann gegen Watford und dann gegen Newcastle United und dann gegebenenfalls, gegen Newcastle United, haben wir Vierergruppen? Ne, wir haben Dreiergruppen, glaube ich, ne? Vierergruppen haben wir, genau. Gegen Watford, Newcastle United und gegen Celta Vigo und danach eventuell noch im weiteren Turnierverlauf. Ob das klappt, wissen wir nicht. Hannover bei Turnieren ist immer so ein bisschen kritisch. Aber jetzt steigen wir erstmal ein ins erste Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder nach den Highlights. Der erste Spieltag des European International Cup am Old Trafford, beziehungsweise im Old Trafford, Hannover 96. Die eine Auswärtsmannschaft im effektiven Sinne und im anderen effektiven Sinne Celta Vigo. Die andere Auswärtsmannschaft bei diesem internationalen Turnier. Beide Teams natürlich, ja, in die Saison bisher noch nicht gestartet. Das Ganze soll aber mehr oder weniger erfolgreich sein. Hannover letzte Saison fast abgestiegen aus Celta Vigo. In der Liga nicht so stark gewesen. Am Ende gerade hin etwas schwach und dementsprechend wollten die beiden sich hier ideal vorbereiten. Celta Vigo startete schwach in die Partie. Die erste Chance gab es für Hannover 96. Karaman auf Leon Andreas nach der
Ballerung von Benchop, der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf. Allerdings der Schuss des Dänen dann abgefälscht und über den Kasten. Auf anderer Seite die erste Chance nach knapp 45 Minuten. Der Ball aber verzogen am Tor vorbei von Diop. Zieler muss nicht eingreifen. Danach ein Dreifachwechsel auf Seiten von Hannover 96. Unter anderem kam Mevlüt Erlinç in die Partie und der hat auch gleich seine erste Chance. 50. Minute die Flanke auf Salif Sané, der Senegalese versucht mit dem schwachen linken Fuß, scheitert aber am Verteidiger. Wir springen in die 73. Minute, ein Laufduell zwischen Valmir Süleymani und Malo. Süleymani eingewechselt, der Mann aus dem Kosovo mit der Flanke auf Mevlüt Erlinç, ebenfalls eingewechselt. 1:0, 73. Spielminute, der Führungstreffer für Hannover 96, die das aktivere Team waren und auch besser in der Offensive gerade agierten. Klasse Einsatz hier von Süleymani. Ja, da setzt sich so wirklich Hugo Malo nicht durch, eigentlich ein erfahrener Rechtsverteidiger, aber der junge Mann läuft den Ball dann ab und der Neuzugang Mevlüt Erlinç mit 3,5 Millionen von Saint-Étienne gekommen, köpft ein zu seinem ersten Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Celta Vigo versuchte zurückzukommen, Nolito ist das mit dem Ball auf Hugo Malo, der seinen Fehler versuchte wieder wettzumachen, aber der Pfosten rettet in der Situation für Samuel Radlinger, der heute ersatzweise für Ron-Robert Zieler im Tor stand. Es ging weiter mit Chancen, nochmal für Celta Vigo, Daniel Was mit dem Ball in die Mitte und Radlinger ist gerade so verplanert am Ball und kann das Ganze abwehren. Das war die letzte Aktion der Partie. Hannover 96 gewinnt die erste Partie des European International Cup mit 1:0 gegen Celta Vigo und dementsprechend 3 Punkte aus dem ersten Match. Das war eine relativ knackige Zusammenfassung. So wird das allgemein bei diesem European International Cup laufen. In der Liga wird es wieder ein bisschen wie im Sportshow-Style, das heißt ein bisschen ja weniger am Ausrasten. Wir haben übrigens ein Angebot bekommen für eine 2-Jahres-Leihe für Wladimir Rankovic, was mich natürlich sehr freut. Leihen den aus an den MSV Duisburg, da wird er bestimmt auch spielen, unser Rechtsverteidiger, den ich ja in Realität an sich sehr mag, kam ja aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern, wurde ja auch schon an Auer ausgeliehen, aber allerdings konnte er nicht so wirklich überzeugen, sie nicht so wirklich rankämpfen, obwohl wir mit Sakai ja wirklich nicht so bestens besetzt sind auf der Position. Vielleicht wird das irgendwann noch, wir werden sehen. Wir trainieren auf jeden Fall die gleichen Spieler wie in der letzten Woche. Diesmal sind die Ergebnisse etwas besser. Hoffmann wieder nur mit einem D, Bech auch nur mit einem D. Dafür Saint-Maximin mit einem A, was natürlich sehr, sehr schön ist. Wir spielen als nächstes gegen den FC Watford, wie ich es gerade bereits angesprochen habe. Ja, das erste Spiel hat Newcastle gegen die Männer aus England gewonnen. Das heißt, im englischen Duell waren die Magpies erfolgreich und nicht die, ich weiß gar nicht, was der Spitzname ist, Elche, die Mooses. Auf jeden Fall ist auf dem Logo ein Elch. Eigentlich ist, ist der Name ja die Hornets, ne? Deswegen ja auch rot-gelb. Aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch so heißen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, wenn ihr das wisst, ob die noch Hornets heißen oder ob die mittlerweile auch einen anderen Nickname haben, weil der Clubbesitzer ja das Logo so ein bisschen geändert hat. Wäre ich mal interessiert dran. Wir rotieren für die zweite Partie, wechseln so ein bisschen durch, was die Startelf angeht. Und dann wird okay, alles klar. Das kommt davon, wenn man zu schnell redet und sich überschlägt. Mevlüt Erdinç wird starten für uns. Mittlerweile ja in Ungnade gefallen bei Hannover und wird wechseln. Hier nicht. Wir gehen ins nächste Spiel. Viel Spaß und ja, bis gleich. Was machen wir noch? Ach genau, Karaman raus. Okay, bis gleich. Zweites Spiel des European International Cup, der FC Watford, ja, spielte an der Anfield Road, im heimischen Land zumindest mal gegen Hannover 96. Das erste Spiel hatten die Hornets gegen Newcastle United, gegen die Magpies verloren. Hannover hatte gegen Celta Vigo gewonnen und wollte das natürlich heute auch fortsetzen. Beide Teams an sich auf Augenhöhe, der Aufsteiger in die erste englische Liga natürlich mit einigen hochkarätigen Transfers wie der ehemalige Schalker Juan Jurado, konnte sich aber in der Anfangsphase nicht so wirklich beweisen. Erst nach knapp 5 Minuten gab es die erste Chance, das ist der erste Schuss aufs Tor direkt von Jurado an den Pfosten. Robert Zieler wäre wohl nicht mehr rangekommen, wenn er im Tor gestanden hätte. Stand allerdings Radlinger im Tor, aber auch der wäre da wohl nicht rangekommen. Dann eine klasse Parade auf der anderen Seite. Kopfball von Uwe Bech wird aber entschärft vom Torwart von Watford. Dann kommt Tim Diaz mit einem klasse Ball auf Saint-Maximin. Der startet durch, ist schneller als Victor Ibarbo und legt vor dem Tor nochmal klug quer auf Manuel Schmiedebach und er macht das 1:0 gegen Alauskis. Der Führungstreffer nach 33 Minuten für die Hannoveraner. Das war schön gespielt von Diersen, der die Übersicht beweist, wartet und dann in den Lauf von Saint-Maximin steht. Ja, der Franzose ist gestartet, hat dann ebenfalls nochmal die Übersicht und Schmiedebach trifft normalerweise nie erst ein Bundesliga-Tor gegen Nürnberg, damals in der Abstiegssaison. Allerdings macht er hier direkt mal das 1:0. Zweite Halbzeit, 51. Minute, Ballverlust von, ja, Ekdal in der Defensive und dann ist es Erdinç, der den Ball ins Tor verwertet. Vorher der Pass von Sebastian Ernst, der sich da klasse den Ball erarbeitet hatte. Es war natürlich nicht Ekdal, sondern Ekstrand. Ekdal spielt beim Hamburger SV, Ekstrand bei Watford und der hatte da ja leichtfertig den Ball vergeben gegen den jungen Nationalspieler, gegen den U16-Nationalspieler ehemals, mittlerweile nicht mehr so aktiv. Hier zeigt aber, dass er Qualitäten hat und Erdinç kann dann in seinem zweiten Pflichtspiel bzw. in seinem zweiten Spiel für Hannover 96 das 2:0 erzielen. Auf der anderen Seite gab es die Chancen. Jurado versucht es nochmal, allerdings ist Radlinger auf dem Posten, wehrt diesen Ball ab. Dann kommt Fio mit dem Ball auf Troy Deeney und Waldemar Anton wehrt den Ball in der 60. Minute neben das Tor ab. Klasse, mit dem Hintern den Ball am Tor vorbei gelenkt. Watford wollte jetzt nochmal den Anschlusstreffer. Berami gegen den Pfosten, der ehemalige Hamburger, im Sommer gewechselt zum FC Watford, kann aber diesen Ball nicht verwerten. Und Hannover hat auf der anderen Seite auch nochmal die Chance. Kenan Karaman am Tor vorbei. Allerdings war es sowieso abseits in der 81. Minute und dann nochmal extra im Fokus. Foult hier Solberg vollkommen unnötig in der 90. Minute als letzter Mann. Es gibt nur die gelbe Karte, weil es wohl keine eindeutige Torchance gewesen wäre gegen, ja, Solberg. Allerdings von hinten in die Beine kann man schon mal pfeifen. Albert ist mit dem
dem Freistoß gegen den Pfosten. Das war die letzte Aktion der Partie. Er vergibt sie hier, aber trotzdem gewinnt Hannover 96 mit 2:0 gegen den FC Watford. Eine klasse Partie auf beiden Seiten. Wunderbare Leistung von Jurado unter anderem und natürlich auch auf der anderen Seite beispielsweise von Alain Saint-Maximin. So kann es weitergehen. Hannover ist schon weiter qualifiziert. Watford ist ausgeschieden aus dem European International Cup mit diesem 0:2 gegen Hannover. So, alles klar. Das war doch mal ein relativ erfolgreiches zweites Spiel für diese Episode. Newcastle hat wieder gewonnen gegen Celta Vigo mit 3:1. Das heißt, die Magpies und wir, die beiden Teams, die von MGT trainiert werden hier auf dem Kanal, sind weiter, sind in der nächsten Runde, sind im Halbfinale und werden jetzt im letzten Spiel noch den Gruppensieg untereinander ausmachen. Bin gespannt, wie das wird. Wir haben bisher, auch wenn es glücklich war, kein Gegentor kassiert, was natürlich für Hannover 96-Verhältnisse sehr, sehr stark ist. Haben hier mit Alexandru Maxim einen Spieler, der bei Hannover auch in Realität im Gespräch war und den ich sehr gerne verpflichten würde als Zehner. Ob das Ganze klappt, werden wir dann nächsten Episode sehen. Genauso werden wir sehen, wie weit wir im European International Cup kommen. Und ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen überschlagen, aber ich musste ein bisschen viel reden. Und was ich noch kritisieren muss, werde ich eventuell in der nächsten Episode ansprechen. Das hat ein bisschen was mit den Spielerattributen bzw. mit den Werten der einzelnen Spieler bzw. mit den Eigenschaften der einzelnen Spieler zu tun. Aber denkt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Werte kritisiere. Es geht nur um die Basics, wo FIFA so ein bisschen verkackt. Da Çalhanoğlu ist übrigens unrealistisch. Hosina möchte ich gar nicht haben. Werde ich später feststellen, genauso wenig wie Cutlets. Der Einzige, den ich aus der Liste wirklich haben möchte, ist Maxim. Und Löwe. Allerdings, ob das klappen wird, wir werden sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Heiligabend mit eurer Familie. Bis dann. Haut rein. Und ciao.